Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Trainsimulator 2022. Der Danny spielt das. Wir werden heute ein IC2 fahren. Und zwar stammt das ganze Szenario von Malte Jensen und nennt sich Chaotischer Morgen. So, dann werden wir einfach mal starten und werden mal schauen, was uns da so erwartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. So, da wären wir auch schon. Guten Morgen, Kollege. Ausgerechnet an Heiligabend ist wieder das Chaos ausgebrochen. Der IC 2023 Hamburg-Altona Frankfurt-Main hat sich auf dem Weg nach Bremen so große Flachstellen eingefahren, dass sie so nicht mehr mit Reisenden fahren darf. Gut, dass wegen des Fahrplanwechsels nun vermehrt IC2 in Bremen unterwegs sind und einer als Ersatzzug zur Verfügung stehen kann. Den hast du soeben bereitgestellt und stehst nun am Bahnsteig und wartest auf den IC, der in wenigen Minuten eintreffen sollte. Fahrzeugbedingt kannst du nur 160 km/h fahren, was zur Folge hat, dass du den ursprünglichen Fahrplan nicht einhalten kannst. Fahre also immer deinen V-Max aus, sodass möglichst viel Verspätung vermieden werden kann. Beachte, dass sich in Kilometer 225,2 Bahnhof Kirchweih wegen Bauarbeiten eine Langsamfahrstelle befindet. Dort fährst du auf dem Gegengleis. Während du auf den IC wartest, kannst du schon mal deinen Zug abfahrtbereit machen. Abfahrt ist um 8:44 Uhr. Gute Fahrt! Ja, und damit werden wir das Ganze mal starten. Und wenn ihr erstmal, ja, den Scheibenwischer wollte ich jetzt nicht anmachen. So. Erstmal. Wir werden. Was müssen wir jetzt hier? So. So, ich hoffe, dass ich jetzt soweit alles aufgerüstet habe, was geht. Hier scheint nichts zu gehen. So, das. Das. Gehen wir mal kurz nach draußen. Da ist der IC eingetroffen. Licht brennt, das ist sehr schön. Schauen wir mal, ob auch der Stromabnehmer gehoben ist. Natürlich, wie gewohnt, mit Zugzielanzeigen. Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Bremerhaven leer. Ah ja. Ja, wir haben den oberen, den IC 2023. So, das wollte ich aber noch eben schauen. Stromabnehmer ist gehoben. Wie das sich das anhört, der Hauptschalter auch geschlossen. Das ist sehr schön. Und natürlich, hier ist jede Menge KI-Verkehr, wie sich das gehört. Weiß nicht, vielleicht bekommen wir auch noch. Nee, leider nicht. Am Zug keine Zugzielanzeige. Das heißt, eigentlich könnte ich doch jetzt auch mal die Türen öffnen.
steht auch noch ein schöner Triebwagen. Der Heidesprinter, Eriks. Ah, ja. Der fährt nach Uelzen. Er hat aber noch einen weiten Weg vor sich. Eisenbahner mit Herz gesucht. Die Allianz pro Schiene sammelt ihre schönsten Reiseerlebnisse. Die beste Zuggeschichte gewinnt. Ihr Vorschlag unter www.eisenbahner-mit-herz.de. Ein Wettbewerb des Train Team Berlin. Ja, also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Ja, ne? Dann könnt ihr euch da eventuell bewerben oder eure schönsten Reiseerlebnisse teilen und ja, vielleicht gewinnt euer Vorschlag ja. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, hier noch ein wenig, da steht noch ein hübscher ICE. 2, um genau zu sein. Was steht da noch? Ein schöner Regionalexpress. Was für ein schönes Bild. IC2 und ICE2 nebeneinander. Was für ein wunderschönes Bild. Nein, ich wollte doch erst. So, mein Gott. Jetzt passt es. So, dann hüpfen wir mal in unseren Führerstand rein. Wir haben nämlich jetzt gleich Abfahrt. Und so. Würde sagen, dann wählen wir mal. Ach, muss man die jetzt festhalten? Das ist doch wohl nicht deren Ernst, oder? So, 60 ist vorangekündigt. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr den IC2 findet. Ob ihr den schön findet oder eher nicht so. Oder wie ihr den von der Handhabung findet und so weiter und so fort. So, erste Station Osnabrück. Münster erreichen wir dann gegen 10.06 Uhr. Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Wir freuen uns, dass das Umsteigen gut geklappt hat und begrüßen Sie recht herzlich im Intercity 2023 Satzzug nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass Ihre Sitzplatzreservierungen in diesem Zug leider nicht mehr gelten und dass wir auch kein Bordbistro haben. Wir haben Bremen Hauptbahnhof soeben pünktlich verlassen. Leider ist es mit diesem Zug nicht möglich, so schnell zu fahren wie mit dem ursprünglichen Zug, weswegen wir die nächsten Halte mit etwas Verspätung erreichen werden. Unser Lokführer gibt allerdings sein Bestes, möglichst pünktlich anzukommen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie auch, dass weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in unseren Zügen gilt. Bitte halten Sie diese auch ein und tragen Sie Ihre Maske während der gesamten Fahrt. Vielen Dank. Unser nächster Halt ist gegen 9.40 Uhr Osnabrück. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Sollten Sie Fragen haben, so steht Ihnen unser Zugpersonal gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, so viel dazu. So. 150. Thank you.
Wunderschön. Aber dass man diesen E-Knopf die ganze Zeit festhalten muss, das ist ein bisschen blöde, muss ich sagen. Also eventuell gibt es da einen Trick, den ich noch nicht kenne. Könnt mich gerne aufklären. Also das mit dem Fahrleistungsschalter, dass der nicht auf 100% bleibt, beziehungsweise stehen bleibt, da wo man ihn hinmacht, das nervt ein wenig. Aber ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern auch euch, wenn ihr den fahrt. So, wir haben noch gut 115 Kilometer bis Osnabrück Hauptbahnhof und bis Münster sind es glatt 164. So, dann kommen wir gleich endlich 160. Warum darf dieser IC2 eigentlich nicht 200 km/h fahren, sondern nur 160? Wisst ihr das zufällig? Ich weiß es nicht, ihr könnt mich gerne aufklären. Packt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da einen Plan von habt. Weil der normale ICE, also der IC1 darf ja auch 200 fahren. Und liegt das daran, weil das Dostos sind? Oder liegt das an der schiebenden und ziehenden Lok, die nur 160 darf? Klärt mich gerne auf. Ah, jetzt dürfen wir 200. Sehr schön. Aber ich befürchte, die werden nur 160 fahren können. Gehe ich mal von aus. 200 schafft er nicht. Mal schauen, was ich schaffe. Naja, 200 wären es nicht. Ah, jetzt muss ich sowieso bremsen, denn es kam eine Langsamfahrstelle. Das heißt, wir werden hier mal ordentlich auf die Bremse hauen. Wir mindestens auf 60 kommen. So.
Ja, 60 war gar nicht schlimm, gar nicht verkehrt. Da steht noch ein schöner Messzug. Wunderschön. 218. Wunderschön. So, ich glaube nicht, dass wir jetzt groß auf 200 aufschalten brauchen müssen sollen, weil ich mir sicher bin, dass wir gleich wieder einen Gleiswechsel haben, sobald wir die Baustelle hier passiert haben. Von daher würde das jetzt wenig Sinn machen, da wir gleich garantiert wieder auf 60 beschränkt werden. Ich hatte jetzt gerade einen kurzen Moment etwas Angst, aber es ist alles gut gegangen. So, dann dürfen wir wieder aufschalten. Wunderbar. Ob wir das allerdings noch schaffen, pünktlich in Osnabrück zu sein, ist mal da so hingestellt. Ich weiß es nicht. Es sind noch 87 Kilometer. Übrigens, Osnabrück, wenn ihr aufmerksam wart, dann habt ihr auf meinem YouTube-Kanal ja mein Spotting-Video aus Osnabrück Hauptbahnhof gesehen und ja. Könnt ihr gerne erzählen und reinschreiben in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr selber schon mal in Osnabrück wart. Ich persönlich habe es mir anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Mehr Betrieb, muss ich sagen. Und als ich da war, war da doch sehr wenig Betrieb und hat mich doch ein wenig enttäuscht. Ich habe mir von dem Bahnhof mehr versprochen. Und ja. Wäre schöner gewesen, wenn dort mehr Verkehr wäre und gewesen wäre und ja. Naja, man kann nicht alles haben. Es war eine Reise wert. Und jetzt war ich da auch mal und ja, mal schauen, wo es mich als nächstes hintreibt. Ich habe da noch so ein paar Bahnhöfe im Kopf und ja, lasst euch einfach überraschen.
Aber ich werde daraus auf jeden Fall einen Zweiteiler machen, weil es bis Münster doch noch eine ziemliche Strecke ist. Und ja, das wird dann vom Video her einfach zu lange. Von daher wird das auf jeden Fall ein Zweiteiler. Ich hoffe ja, dass noch ein bisschen was passiert, weil sonst wird das eine ziemlich einsame Fahrt hier. Vor allem eine ziemlich lange Fahrt. Aber immerhin, der KI-Verkehr stimmt. Ja, 5 Minuten muss ich noch aufholen. Ob ich das schaffe in 70 Kilometern? Möglich ist es. So, so sieht es hier drin aus.
ist doch ein wenig ereignislos, muss ich sagen. Ich hoffe, das ändert sich noch. Wie gesagt, das ganze Szenario kommt oder stammt von Malte Jensen, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße. Und von den Ansagen her und von dem KI-Verkehr her muss ich wirklich sagen, ein sehr gelungenes Szenario. Und ja, schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Wir sind da noch lange nicht durch. Wir mausern auf jeden Fall unsere Verspätung ab. Sind jetzt nur noch gut 4 Minuten Verspätung und vielleicht wird es ja noch was, dass wir pünktlich ankommen. Aber sicher nähern wir uns dann jetzt Osnabrück. Es sind jetzt eigentlich nur noch ja, etwas mehr als 50 Kilometer. Zumindest bis Osterkappeln. Bis Osnabrück sind es dann doch noch 70 Kilometer. Aber immerhin kommt einem auf dem langen Weg dann doch ab und zu
guter KI-Verkehr entgegen und das tröstet dann doch öfters oder etwas über die lange Fahrzeit hinweg. Also der KI-Verkehr ist in diesem Szenario sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Und bis jetzt gefällt es mir auch sehr gut. Okay, es hätte auf der Fahrt vielleicht noch ein bisschen mehr was sein können. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, wie die Fahrt von Osnabrück bis Münster verläuft. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwas Unerwartetes. Lassen wir uns einfach überraschen. Bunt gemischter KI-Verkehr ist immer schön. Ist zumindest meine Meinung. Bis Münster ist es noch eine gute Strecke. Was ich übrigens noch von euch wissen wollte, ist, welche Lieblingsstrecke habt ihr beim TS? Und welchen Unterschied zieht ihr zwischen TSW und TS? Habt ihr da, ja,
besondere Sachen, die ihr irgendwie beim TSW schöner findet, besser findet oder beim TSB, TS besser findet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, welcher euer Lieblingssimulator ist auch. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Übrigens, mittlerweile sind wir schon bei 9:41 angekommen, also das mit der Verspätung aufholen klappt auf jeden Fall bis jetzt, würde ich sagen. Oh, so langsam kommen wir näher. Und wir haben die 9:40 erreicht. Wunderschön. Wunderschön. Also Verspätung haben wir auf jeden Fall schon mal rausgefahren. Jetzt geht es darum, wie viel früher kommen wir an. Also wie viel Zeit können wir noch weiter rausfahren. Ich bin ja mal gespannt, ob wir dieses Jahr Weihnachten wieder Schnee bekommen, beziehungsweise diesen Winter überhaupt Schnee bekommen. Wenn ich das hier so sehe, wer von euch ist denn für Schnee und wer ist von euch ist gegen Schnee? Klar, für die Kids ist es natürlich was Schönes, auch für meinen Sohn, aber ich brauche den Schnee nicht wirklich und eure Meinung würde mich da mal echt interessieren. Also haut's gerne in die Kommentare. Wie ihr dazu steht. Schnee ja oder nein?
So, jetzt kommen jede Menge Signale. Das heißt meistens, dass gleich irgendwo eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt. Das heißt, wir werden jetzt mal ordentlich Signalkunde machen hier. Hier ist noch nichts. Alles gut gegangen. Strich 8. Das ist also unsere Schublok. In IC-Lackierung. Wunderschön. Weil es geht auch so langsam die Sonne auf. So, 2 Minuten früher als geplant haben wir jetzt eingefahren. Oder anderthalb ungefähr, nicht ganz. Güterzüge ohne Ende, sogar doppelt bespannt. Wunderschön. Ah, leerer Autozug. Auch mal nicht schlecht.
müssten dann jetzt auch gleich langsam mal in Osterkappeln ankommen. Und dann ist es auch nicht mehr weit bis Osnabrück. Unser erster Zwischenhalt, wo wir dann dieses Video beenden werden. So, 5 Kilometer noch bis Osterkappeln. Und 20 bis Osnabrück. Und endlich geht die Sonne auf. Wunderschön. Bisschen bremsen hier, so langsam kommen wir endlich mal in den Bereich, wo wir wieder was zu tun haben. Bitte auch langsam Zeit, ganz schön eine lange Fahrerei. Achtung, es wurde eine Notbremse gezogen. Das Zugpersonal sucht jetzt die Ursache und informiert dich, wenn es weitergehen kann. Oh, jetzt wird's endlich interessant. Ich sag doch. Es kommt bestimmt noch irgendwas Unerwartetes. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
So, dann sind wir gleich 120. Und da wieder 110. Aber es war doch eigentlich die Notbremse gezogen, oder kommt das noch? Ein alkoholisierter Fahrgast hat eine Notbremse gezogen. Fahre erstmal weiter bis nach Osnabrück Hauptbahnhof. Dort wartet die Bundespolizei bereits. Oh. Na, der wird wohl in die Ausnüchterungszelle kommen, würde ich sagen. So, 140. So, bis Osnabrück sind es dann jetzt noch gut 6 Kilometer. Und dann mal schauen, was passiert. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Osnabrück Hauptbahnhof. Diesen erreichen wir voraussichtlich mit ca. 5 Minuten Verspätung. Trotzdem können alle Anschlusszüge problemlos erreicht werden. In Osnabrück Hauptbahnhof haben Sie Anschluss an den RE2 nach Düsseldorf Hauptbahnhof von Gleis 4, Abfahrt um 9:47 Uhr, sowie an die Regionalbahn 61 nach Bielefeld Hauptbahnhof von Gleis 11, Abfahrt ebenfalls um 9:47 Uhr. Außerdem an den Intercity 240 nach Amsterdam Zentral von Gleis 12, Abfahrt 9:53 Uhr. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Osnabrück Hauptbahnhof aussteigen werden und wünschen Ihnen heute Abend ein frohes Fest und schöne Feiertage. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, bis zum frohen Fest dauert es jetzt noch ein paar Wochen.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch darauf, ich zumindest. Und ja. Aber man kann natürlich nichts schlechter gebrauchen, als Heiligabend im Zug zu sitzen und Verspätung zu haben. Und verspätet bei seinen Liebsten anzukommen. Das wäre natürlich alles andere als schön. Von daher kann man nur hoffen, für all diejenigen, die Heiligabend noch mit dem Zug reisen, zu ihrer Familie, zu Freunden, zu ihren Liebsten, dass die dort auch alle pünktlich ankommen. Das ist auf jeden Fall zu wünschen. Hoffen wir es doch einfach mal. Aber die Bahn tut natürlich wie immer alles. Und damit meine ich die Triebfahrzeugführer. Nicht die Bahn an sich, sondern die Triebfahrzeugführer, die da für Verspätungen am allerwenigsten können, muss man ganz klar sagen. Ah, eine schöne B218. Wunderschön. Doppelbespannung. Wunderschön. Also der KI-Verkehr ist hier wirklich wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Muss man wirklich sagen, ist richtig, richtig gelungen. Ein bisschen in die Bremse gehen hier. So. Hup hier nicht so rum. Du bist hier nicht alleine. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Polizei hier steht. So, Osnabrück wäre es somit erreicht und pünktlich, würde ich sagen. Und Polizei ist hier nicht zu sehen. So, damit werde ich dieses Video an dieser Stelle erstmal beenden. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder auf der Fahrt von Osnabrück Hauptbahnhof bis nach Münster Hauptbahnhof, weil das sind jetzt noch gut und gerne 50 Kilometer. Und ja, das wird doch ein etwas zu langes Video. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt mir treu, bleibt gesund. Wir sehen uns, beziehungsweise ihr hört mich im zweiten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der Dennis Spieters. Bye, bye.